München, 3 Uhr morgens. Die Rettungssanitäter Klaus Hippe und Patrick Schönfelder müssen zu einer Bar. Nach einer Schlägerei gibt es Verletzte. Servus, grüß dich. Er hat ordentlich ganz auf den Rüssel. Du hast eine mit dem Schlag auf die Nase bekommen, oder? Ja, passiert manchmal. Ja. Wollen wir mal einsteigen? Ist Neujahr, es passiert immer. Ja, es ist genau. Wir gehen mal mit uns ins Auto rein. Ein chinesisches Neujahr, ja, oder? Ist heute. Ja, genau. Ah. Nichts anlangen, reinsetzen. So, Achtung, Moment. Nein, noch nicht. Noch nicht. Erstmal da ins Eck stellen, bitte kurz. Dann setzen wir uns hierher, Sekunde. So, jetzt da hinsetzen. Bitte da hinsetzen. Danke. Super, so. Soll er mit reinkommen, wenn es dein Freund ist. So, jetzt mein Kopf bitte nach oben. Wo tut's denn weh? War das ein Schlag direkt auf die Nase? Mund ist nichts, oder? Ja. Nur die Nase. Pass uns auf, die hat geblutet. Naja, könnte ein bisschen treffen. Müssten wir sie zum Röntgen fahren? Bitte? Wir müssten die Nase mit Ihnen zum Röntgen fahren. Lachen, ich fühle mich total traurig. Ja, ich glaube es, aber wir müssen halt röntgen, wir können nichts anders machen. Ja? Ist es für Sie okay, dass wir ins Krankenhaus fahren? Wissen wir, oder? Wäre sinnvoll, ja. Wahrscheinlich, Sie gehen dann auch wieder nach Hause, aber man muss einfach schauen, ob die Nase gebrochen ist oder nicht. Ich gebe Ihnen jetzt was zum Kühlen, das können Sie sich draufhalten, das hilft dann ein bisschen, ja? Und mehr können wir momentan leider nicht machen. Aber im Krankenhaus muss man schauen, wie ist sie gebrochen, muss man es operieren oder nicht operieren oder ist sie überhaupt gebrochen, können wir jetzt nicht sagen. Bräuchte nur Ihre Versichertenkarte dann noch. Ich dabei da. Ganz toll. Die Hände können sich dann im Krankenhaus waschen. Bitte jetzt hier sonst nichts anlangen. Ein bisschen widerstandsfähig. Ja, die sind brutal widerstandsfähig. Das ist jetzt habe ich es. Jawohl. Dann gebe ich Ihnen das jetzt, das halten Sie sich einfach mal so ein bisschen, dass es angenehm ist, auf die Nase drauf, ja? Einfach hier oben, das kühlt, das hilft, dass die Nase nicht so anschwillt, ja? Das passiert mal. Haben Sie öfter schon gehabt, dass Ihnen einer auf die Nase was gegeben hat? Noch nie. Okay. So, Sie kriegen jetzt von uns zwei Handschuhe, schauen Sie her, da schlupfen Sie mal bitte rein, erstmal in den da, den können Sie dann im Krankenhaus wieder ausziehen. Mal einen klassischen Wochenend-Morgeneinsatz, eine Streiterei in oder vor einer Diskothek in München. Patient hat eine auf die Nase bekommen, warum wissen wir nicht, interessiert uns auch ehrlich gesagt nicht. Wir fahren ihn jetzt zur Abklärung mit der Nase, die scheinbar kaputt ist, ins Krankenhaus, muss ein Röntgenbild gemacht werden, ob sie gebrochen ist oder nicht. Ansonsten fehlt ihm nichts. Also er wird vermutlich nach der Versorgung nach Hause gehen können, aber er muss jetzt hier weg. A, um ihn aus dem Umfeld zu bringen und B, natürlich, weil die Versorgung im Vordergrund steht. War das der Faustschlag auf die Nase? Bitte? Hast du einen Faustschlag gekriegt? Ja. Mhm. War das einer oder mehrere? Drei Stück. Drei Stück auf die gleiche Stelle. Gut. Das Opfer wollte einen Streit schlichten und geriet zwischen die Fronten. Der Täter ist flüchtig. Klaus Hippe klärt, ob der Mann noch andere Verletzungen hat. Schau mal mich an. Siehst du irgendwie Doppelbilder oder so? Wie viel? Alles? Nein, aber siehst du mich doppelt oder sowas? Das nicht. Alles gut. Nimmst du irgendwelche Blutverdünner, Aspirin oder sowas? Also das, da geschieht jetzt nichts Schlimmes, gell? Ja, das ist jetzt einfach nur, dass geröntgt wird. Okay. Ja, ja, man muss trotzdem mal schnell anschauen, gell? So, junger Mann, dann kommen Sie mal mit, bitteschön. Jawohl, müssen Sie sich noch abschnallen. Vorsicht beim Aussteigen, nicht nochmal fallen, das tut weh. Die Notärzte röntgen jetzt die Nase des Patienten. Nichts Brenzliches, gar nichts. Also einfach eine Nasenbeinfraktur, wie es so schön heißt, könnte es sein. Die muss man wieder ein bisschen gerade machen, wenn sie schief ist. Oder man lässt es so, wie es ist. Das muss man halt anschauen oder es muss operiert werden. Aber das entscheidet dann der Arzt. 5 Uhr morgens. Die Rettungsassistenten fahren jetzt zu einem Club. Wieder eine Schlägerei. Die Polizei ist bereits vor Ort. Was haben wir denn? Er hat eins auf die Nase bekommen. Aha.
von ihm. Hat oben einen Cut an der Nase. Okay. Gut. Hallo, grüß Gott, wir sind vom Rettungsdienst. Mit der Nase. Genau. Also was wir machen können, wir können Sie ins Krankenhaus mitnehmen. Wollen Sie nicht. Gut, dann können wir nichts anderes machen. Darf ich mal schon schauen? Nein, wenn er nicht will. Ja, wir können es natürlich jetzt nichts anderes feststellen. Wir müssen Sie zum Röntgen fahren. Wir müssen in die nächstgelegene Klinik fahren. Das können wir Ihnen anbieten. Mehr können wir nicht machen. Und einen Stich zum Nähen bräuchte es. Auch noch, ja. Zum Nähen. Ja, da ist so ein kleiner Cut. Worte. Wo genau? Auf der Nase oben. Ja. Pflaster wird auch lang. Das müssen Sie wissen. Ich sage Ihnen als medizinische Fachkraft, lassen Sie mich aussprechen, dass es genäht werden muss. Wenn Sie sagen, nein, Sie möchten es nicht, müssen Sie uns das verweigern und dann. Das reicht uns, wenn Sie sagen, Sie wollen nicht, gehen wir wieder. Gar kein Problem. Pflaster bitte mir auch noch. Wir werden Sie dementsprechend versorgen, dass wir Ihnen da ein kleines Kompresschen drauf tun. Aber das ist auch alles, weil Pflaster haben wir keine. Das wird ein dickes Kompresse, die wir da drauf tun. Möchten Sie das haben, ja oder nein? Nein. Dann gehen wir wieder. Dann ist alles für uns erledigt. Wiederschauen. Sie können aber auch jederzeit selber ins Krankenhaus gehen, gell? Alles klar. Also er verweigert die Behandlung gänzlich. Also ganz kurz. Der will nichts von uns. Der will nichts von uns, will sich auch nicht versorgen lassen, gar nichts. Der wollte, dass wir euch verständigen. Ja. Das haben wir jetzt nicht uns. Also, wir haben sie mit 24 wir haben erklärt, jetzt aber er mag nicht. Erklärt, also, aber dann können wir auch nicht helfen. Für alle einfacher. Okay, ja. Alles klar. Ciao, servus. Ciao. Wo wir jetzt gekommen sind, wollte er gar nichts mehr von uns haben. Also er wollte sich nicht versorgen lassen, obwohl es eigentlich in dem Fall sinnvoll wäre, hat hier oben eine kleine Verletzung gehabt. Man müsste die Nase röntgen und ihm tut sogar was weh. Und wir haben ihm das jetzt mehrmals erklärt, aber er will nicht. Und jeder Mensch, und der ist noch geschäftsfähig, können wir nichts machen. Nach 9 Stunden ist die Nachtschicht der Rettungssanitäter zu Ende.